nicht die Schmelze an sich hinbauen. Bedeutet auch, muss das war ja jetzt das Senkrechte. In dem Falle so. Es ist eine Umgedenke, aber ich vermute so, 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 dass ich dementsprechend das gefällt mir aber so nicht. So. Genau. Das muss man dann natürlich abändern, dass der hier dementsprechend das Richtige einlädt. Das macht er hier auch schon. Alles gut. Speedmodule auch. Perfekt. So, das heißt, wenn er das hier gebaut hat, dann kann ich hier anwerfen, dass hier der erste Eisenplattenzug hinfährt, das heißt von der Schmelze ein Zug hierhin. Dass der dann eben dementsprechend schon mal ausladen kann. Das heißt, der hat hier noch ordentlich zu tun. Deswegen laufe ich mit dem Teil jetzt zurück. Weil der hat da genug zu bauen. Da muss ich mich jetzt wirklich nicht drum kümmern. Das macht er und tut und macht. Weil dann kann ich, wenn die Stahlschmelze steht, diesen ganzen Kladderadatsch hier abbauen. Dann muss ich aber hier. Da wird es noch richtig Brühe. Ich muss hier irgendwo den Stahl anbringen. Aber hier, also ich glaube, ich werde jetzt hier meine komplette Dampf-, also nicht Uran-Notstromversorgung hier komplett einmal abreißen. So, den dahin, auch den. So, damit ich hier noch ein Gleis habe für den Stahl, dass ich den Stahl hier irgendwie rausschmeiße. Weil wenn ich hier unten noch ein drittes Gleis jetzt hin mache, wie kriege ich den Stahl von hier noch vorbei und hier hoch?
Also hier würde es wahrscheinlich noch irgendwie passen. Mache ich das? Bedeutet, ich müsste hier diesen ganzen freien Bereich einmal höher ziehen. So, dann fahre ich halt zweigleisig quasi. Habe ich die Möglichkeit, hier noch einen Bahnsteig hinzubauen? Dann könnte ich analog der Kupferplatten hinbauen. Ich muss jetzt so nach und nach ja alles gleichzeitig bauen, wenn die Stahlindustrie nämlich steht. Wird hier alles noch einen Zacken besser. Und dann kann ich auch die Ölfabrik umziehen. Und dann habe ich hier einen ganzen Schwung weg und habe hier wiederum Platz, um Bahnsteige hinzubauen. Ja, ist glaube ich ein ganz guter Plan. Oh, das ging fix. Kann ich ja wieder hochlaufen eigentlich. Ich bin auch wieder befüllt, würde ich sagen. Der macht hier unten, wenn er denn macht. Klar, ich brauche dann noch mehr Platz, aber erstmal ist das in Ordnung. So, laufe erstmal wieder hoch. Aber auch hier muss ich die Ausgabe dann auch noch. Oh, stimmt. Also da ist auch noch ein bisschen was zu tun. So. Aber er macht und baut und tut. Jetzt haben wir hier zwei nochmal. Ich weiß, der lahmt jetzt hier schon wieder, aber dieses Achievement will ich mir noch holen. Für die 100 Kampfroboter, weil wenn ich die 100 habe, dann mache ich hier oben zum Beispiel einen Ausritt, weil wenn die Stahlschmelze hier noch anfängt, da werden die hier so eskalieren, da kann ich mit 100 Kampfrobotern, kann ich hier schon ein klein wenig aufräumen. Das macht dann schon ein bisschen Spaß, mit dem Panzer da lang zu kurven, war auch schon lange nicht mehr gemacht. Oder mit hier Spider-Tron in Speed-Variante. So. Da ist nämlich auch Bambule, deswegen ich würde dann mit 100 Kampfrobotern lässt sich schon ein bisschen, ein ganz klein wenig was machen. So. Gut. Hier nicht das, sondern 1000 davon, also sagen wir hier von auch 1000. Was ist hier drinnen? 2400. Dann machen wir davon 2400. So, und hier ist es jetzt nicht das, sondern das und 2400. Ich glaube, das passt ganz gut. So. Das Ganze einmal hier rüber kopiert. Okay, gut. Bedeutet, hier steht auch alles. Das heißt im Prinzip
Können wir den Stahl schon mal produzieren lassen dort? Ich laufe noch mal hier runter und dann hierhin. Weil dann richte ich mir davon gleich mal einen Zug ein, der das Ganze dann befährt. Und da kann er nämlich schon mal Eisen hinbringen, schon mal ein bisschen Stahl vorproduzieren. Ach, war das schön. Und wenn wir dann das umstellen, brauchen wir wahrscheinlich sogar noch Strom irgendwo. Ach, wird das eine schöne Runde. Weil wenn wir da mehr Stahl anbringen, dann können wir auch das EZL dementsprechend größer aufziehen. Was wiederum dann hilft, weil müssen eigentlich überall diese Erzfelder, wo wir irgendwie einen Hauch einer Überlegung haben, da was hinzubauen, müssen wir eigentlich abreißen. Oder abbauen lassen, besser gesagt. So. Kleines Klärchen. Dann. So. Da kommen wir nämlich ein bisschen vor Probleme, merke ich gerade. Weil der Zug fährt von der Eisenschmelze fährt er hierhin und wieder zurück. Aber wo nimmt der Brennstoff her? Hierher. Das ist eine richtig, richtig, richtig gute Idee erstmal. Obwohl, das ist auch keine so eine Dauerlösung eigentlich. Eigentlich muss ich wirklich den Kohlezug. Wir haben doch hier einen Kohlezug. Momentan nicht fährt, weil er da nicht auslädt. Machen wir halt noch einen zweiten Kohlezug. Okay, dann Eisen schmelze aus, wenn voll. Stahlschmelze. Das echt Stahlschmelze ausgenannt. Ein. Jetzt rein. Nicht raus. Stahlschmelze ein. Wenn leer. So. Jetzt hier die 50. Ich fahre mal die erste Runde mit.
einfach um auch zu sehen, dass es funktioniert. Ne? So, der kommt hier rein. Okay, da müssen wir doch, die Einfahrt müsste bestehen. So, jetzt sammelt er hier Eisenplatten ein. Zack, 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 zack. Fährt auch los mit 32 km Eisenplatten. So, das funktioniert hier erstmal. Der ballert jetzt raus. Der beginnt mit der Stahlschmelze. Alles klar. Also das funktioniert. Jetzt Kohle. Müsste Kohle und oder später den Raketentreibstoff. Eins von beiden muss ich hier irgendwie anbringen. Um den wenigstens hier zu betanken. Ach, Scheiße. Ach, Kaka.